Guten Tag, meine lieben Studenten. Herzlich willkommen. Unser Deutschunterricht fängt wieder an. 亲爱的同学们，大家好，欢迎大家回到德语课堂，我是你们的舒老师。上节课我们主要跟随第二个小组一起来到 Soma 女士的服装店里，我们通过听力练习了解了购物时的关键句型。此外，我们还学习了德语中疑问词 welch 的变化。那么在今天的这节课上，我们将跟随第三个项目小组来到一家姜饼店。通过姜饼店的访问，我们将学习德语中最后两个情态动词 wollen und dürfen。然后我们还将看到三个项目小组最后的项目成果。那就让我们赶紧开始今天的学习内容吧。通过前面几课的学习，我们知道 Projektgruppe 1 kommt auf den Platz。 一号项目小组来到广场上，来到市场上。 Projektgruppe 2 kommt in ein Atelier， 而二号项目小组则来到了一家时装店。那么 Wohin geht Projektgruppe 3？三号小组他们去了哪里呢？ Sie geht in ein Lebkuchenhaus， 他们来到了一家姜饼屋。那么就让我们先来学习一下和这一课相关的基础词汇。 Der Zettel, die Zettel， Der Zettel, die Zettel， 纸条。 Sanjita hat alles auf einen Zettel geschriebenSanjita hat alles auf einen Zettel geschrieben. Sanjita 把所有的一切都写到了一张纸条上。同学们看，这里为什么用四格呢？因为把内容写到纸条上是动态的，所以我们这里用的是动四。那么可能有同学会问，为什么 Zettel 不是用印呢？因为纸条和书不一样。如果是写在书里的、杂志里的，甚至是报纸里的，因为报纸我们通常也有好几张可以折起来。那么写在书里、杂志里和报纸里的，我们用印；而纸条通常只有一张，所以我们是在一个表面上用介词 auf。Die Notiz, die Notizen, die Notiz, die Notizen， 记录、笔记。Hast du Notizen gemacht? Hast du Notizen gemacht? 同学们可以记下这个词组 Notizen machen， 记笔记，做笔记。你做了笔记吗？ Der Notizzettel, die Notizzettel. Der Notizzettel, die Notizzettel. 便签，拿来记一些记录和笔记的小纸条，那就是我们通常所用的便签纸了。historisch， historisch， 形容词，历史性的，历史的。这个单词和英语长得也很像。Sie besuchen das historische Lebkuchenhaus am Hauptmarkt.Sie besuchen das historische Lebkuchenhaus am Hauptmarkt. 他们拜访了这家位于中心市场旁边具有历史性意义的姜饼屋。Der Bäcker, die Bäcker. Der Bäcker, die Bäcker. 面包师。我们之前学过面包房怎么说，叫 Bäckerei。舒老师当时说，在这些职业的后面加上 I，往往就把它变成了一家商店。那么 Bäcker 就是面包师， Bäckerei 就是面包房了。 Dort machen Sie ein Interview mit dem Bäcker. Dort machen Sie ein Interview mit dem Bäcker. 在那儿他们采访了面包师。那么面包师这个职业是来自于哪个动词呢？ Backen， Backen，烘、烤、培。 Wie backt man Lebkuchen? Wie backt man Lebkuchen?
德式姜饼是怎么烘烤出来的。那么一般的 brot 面包、kuchen 糕点都要用到 backen 这个动词。那么同学们也可以记一下 backen 的第三人称单数，也就是现在时，虽然是规则的 er backed， 但是它的过去分词是不规则的。同学们可以记一下 hat gebacken， hat gebacken。Their winter, their winter， 不可数名词，冬天。Lebkuchen sind typisch für den Winter. Lebkuchen sind typisch für den Winter. 德式姜饼是冬天特有的。那么同学们回忆一下，我们之前学秋天的时候搭配的是哪个介词？在秋天。对了，我们用的是 in， 所以在冬天我们也是用 in。如果舒老师要说在冬天我们吃德式姜饼，我们就可以用 In winter isst man Lebkuchen oder In winter essen wir Lebkuchen. Die Qualität, die Qualitäten. Die Qualität, die Qualitäten. 质量，这个单词和英语也很像，它是一个外来词，所以重音在最后一个音节上。在英语里，很多以 te 结尾的名词，到了德语里都变成了 tät。Die Qualität von Nürnberger Lebkuchen ist besonders gut. Die Qualität von Nürnberger Lebkuchen ist besonders gut. 纽伦堡德式姜饼的质量尤其的好。Das Gewürz, die Gewürze.Das Gewürz, die Gewürze, 调料、调味品，重音也在最后一个音节上。Lebkuchen backt man mit typischen Gewürzen. Lebkuchen backt man mit typischen Gewürzen. 在烘烤德式姜饼时，我们要用到一些典型的调味品。Das Rezept, die Rezepte.Das Rezept, die Rezepte. 烹饪法，菜谱，中音也在最后一个音节上。Der Bäcker hat ein Rezept für Lebkuchen. Der Bäcker hat ein Rezept für Lebkuchen. 这个面包师有一份德式姜饼的菜谱。Stehen, stehen.这个动词我们学过站立的意思，不过如果主语是文字的话，它可以解释为位于，也就是文字写在了哪里。Das Rezept steht nicht in dem Prospekt. Das Rezept steht nicht in dem Prospekt. Prospekt 就是像那种广告的小册子，也是像一本书一样，所以介词用 in。菜谱可没有写在这本广告小册子里。那么如果我看到你在看报纸，想问今天的报纸上写了什么，我们可以怎么问呢？ Was steht in der Zeitung? Was steht in der Zeitung? 报纸里有什么？这里用 in 是因为大多数的报纸都不是一张的，而是可以折起来像书一样的。那么同样，如果我问Was steht im Buch? Was steht im Buch? 问的就是书里写着什么呀？那么舒老师现在想问，如果我看到你拿着一张纸条，我想问你纸条上写的是什么，我们又该用哪个介词呢？对了，应该是 Was steht auf dem Zettel? Was steht auf dem Zettel? Das Internet.Das Internet, 英语来的外来词，互联网。Viele Geschäfte machen jetzt auch Werbung im Internet. Viele Geschäfte machen jetzt auch Werbung im Internet. 很多商店现在也在网络上做广告。同学们记一下，在网络上我们是用介词 in 的 ，in Internet, in Internet。
The internet address. 因特网地址，互联网地址。我们学过 address 这个单词，地址。当它和 internet 连用时，指的通常就是我们所说的网址。那么，我们如果想问网址是什么，应该用哪个疑问词提问呢？同学们记不记得德语里问姓名、问地址、问电话号码都是用 wie 来提问的？所以，如果要问网址的话，我们应该说 wie ist die Internet Adresse? Wie ist die Internet Adresse? Dürfen 情态动词，解释为被允许。同学们先记一下这个情态动词的基本形式 ich darf 我们来看一下例句 Was wollen und was dürfen Tamaki, Olaf und Sanjita machen? Was wollen und was dürfen Tamaki, Olaf und Sanjita machenMachen. Tamaki, Olaf 和 Zanjita 他们想做什么，但是他们又可以做什么呢？那么同学们注意，这里的 dürfen 是被许可、被允许的意思。虽然我们说他们可以做什么，但是和我们原来学过的情态动词 können 还是有差别的。这个 dürfen 的具体用法和含义，我们到语法讲堂部分再具体展开。Fragen stellen, 词组，提问。这个 stellen 在学 Frage 的时候，舒老师应该讲到过。我们知道 die Fragen, 问题就相当于英语里面的 question。那么我们提出一个问题的时候，我们固定搭配用动词 stellen。Fragen stellen 是提出很多问题，用的是复数形式。那如果提一个问题，我们可以说 eine Frage stellen. Sie dürfen Fragen stellen. 您或者您们或者他们是可以提问的。例如某明星召开一个新闻发布会，如果他说在我讲完之后记者们可以提问，那么这里的可以就是 dürfen， 这里的 dürfen 也就是被许可、被允许的意思。 genau 形容词，确切的、详细的。 Darf der Bäcker das genaue Rezept sagen?那个面包师可以说出精确确切的菜谱吗？我们一般看美食节目，大厨可能会说我这个菜里面放了什么什么，但是精确的比例和菜谱他一定不会告诉你。Rauchen 动词吸烟。 Im Lebkuchenhaus darf man nicht rauchenIm Lebkuchenhaus darf man nicht rauchen. 在姜饼屋不可以抽烟。其实这句话的意思就是在姜饼屋禁止抽烟的意思了。Noch mehr. 我们知道 noch 是还， mehr 是 more， 合在一起就是还要更多，还有更多的意思。Olaf will noch mehr von Nürnberg kennenlernen. Olaf will noch mehr von Nürnberg kennenlernen. Olaf 想要了解更多关于纽伦堡的事情。Ausgehen, 可分动词。Aus 这个可分前缀有出去的意思。Ausgehen 从字面意思看就是外出、出去。不过同学们注意，这个 ausgehen 比较多的用在晚上晚餐后出去娱乐休闲的意思，例如出去
喝一杯，或者例如出去看个电影，或者出去和朋友见见面之类的。Er will abends mit Freunden ausgehen. Er will abends mit Freunden ausgehen. 他想晚上和朋友们一起出去玩。Spät, spät, 形容词晚迟。这个形容词的反义词是 früh, früh, 早。Du darfst nicht zu spät kommen.Du darfst nicht zu spät kommen. 你不可以太晚来。Zu 是 zu 和 der 的和谐形式。Zu 是一个要求一定要加三格的介词，也就是后面的宾语必须是三格形式。它表达的意思是往某个方向去。同学们注意了，是往某个方向。例如我们去饭店吃饭，或者去电影院看电影，我们不用醋。为什么呢？因为不管是吃饭还是看电影，我们都要走到电影院或者饭店的里面去，这个时候要用介词 in。 而醋这个介词表达的是我们往某个方向，但不强调进去。所以我们来看两个例句。 Ich muss jetzt zur Arbeit. Ich muss jetztZur Arbeit, 我现在得去上班了。Die Arbeit 的三格形式是 der Arbeit, 所以和谐之后就变成了 zur Arbeit。但是如果我说现在我得去办公室了 ,Büro, 我就可以说 Ich muss jetzt ins Büro。Ich muss jetzt ins Büro。为什么呢？因为工作是抽象的，我们不能到工作的里面，因此用了介词 zu。而办公室是一个空间，我们上班必须要到办公室的里面去，所以我们可以用 ins。 再举个例子，我得去上课了。我们学过 der Unterricht。 Unterricht 也是一个抽象的概念，所以我得去上课了应该是 Ich muss jetzt zu dem Unterricht。 而 zu dem 又可以和谐成 zum，所以我现在得去上课了应该说成 Ich muss jetzt zum Unterricht. Ich muss jetzt zum Unterricht. 还有一种情况我们不用 in 而用 zu， 是说我要去某人那里。例如有同学说我现在得去舒老师那里一趟，那么我们到舒老师那里一趟是不可能跑到舒老师的肚子里的，所以我们要用 zu。 Ich muss jetztzu Frau Schu. Ich muss jetzt zu Frau Schu. 同学们注意一下这个 zu 的用法。在学习了本部分的词汇之后，我们可以一起来看一下第三个项目小组，他们到底想要做些什么呢？ Was möchte Projektgruppe 3 machen? Öffnen Sie das Buch auf Seite 146. Übung 1. Tamaki, Olaf und Sandita haben Notizen gemacht. Tamaki,Olaf 和 Sandita 做了一些笔记。他们写的是什么呢？写的是他们到姜饼屋要干些什么。Lesen Sie den Notizzettel.
请同学们来读一下这张便签纸，一起来看一下 Was wollen Tamaki, Olaf und Sanjita machen?好，我们一起来看一下这张 Notizzettel。这张便签纸上有三个要素 ：wann（ 什么时候）、wo（ 在哪里）、was（ 做什么）。从 wann 我们可以看到时间 ：am Dienstag um 15 Uhr。wo 呢，告诉我们地点 ：in historischen Lebkuchenhaus am Hauptmarkt。在中心市场旁边具有历史意义的姜饼屋。那么我们就知道了 Tamaki, Olaf und Sanjita, nämlich Gruppe 3, sie möchten am Dienstag um 15 Uhr ins historische Lebkuchenhaus am Hauptmarkt gehen. 他们想在周二下午去姜饼屋看一看。Und was möchten sie im Lebkuchenhaus machen? 那么他们在姜饼屋又想做些什么呢？这个问题的答案就要看 was 后面的关键词了。Interview mit dem Bäcker 和面包师的访问。Ach so, sie möchten ein Interview mit dem Bäcker machen.An interview mit jemandem machen, 采访某人和某人做一个访问。那么他们访问的时候想知道一些什么呢？ Wie backt man Lebkuchen? Wie backt man Lebkuchen? 想要搞清楚德式姜饼到底是如何烘烤出来的。Rezept, Rezept, 菜谱。这里当然指的是姜饼的烹饪方式。这里有一个感叹号，那肯定是强调 Das Rezept ist wichtig， 菜谱很重要，如果能搞到菜谱那就不枉此行了。不过一般大厨不会愿意让别人知道他的秘技吧，所以 Können Sie das Rezept bekommen? Können Sie das Rezept bekommen? 他们到底能不能搞到姜饼的制作方式呢？ Photos, photos, 照片。 Sie möchten Photos machen, Photos machen, 拍照。既然去采访姜饼屋，那么照片一定是免不了了的。好，下面我们就一起来听一下第三个小组和面包师之间的访谈吧。 Seite 146 Übung 2 Interview mit dem Lebkuchenbäcker 和姜饼师傅的访谈。同学们可以先听两遍，然后完成练习 R 的选择，再听一遍来完成练习 B 里的判断题。Im Lebkuchenhaus. 2. Interview mit dem Lebkuchenbäcker. A. Was hören Sie? Bitte markieren Sie. Dürfen wir Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, gern. Gibt es immer, also das ganze Jahr, Lebkuchen? Ja, typisch sind Lebkuchen an Weihnachten, im Winter, aber wir produzieren und verkaufen das ganze Jahr, im Sommer und im Winter.Warum ist Ihr Lebkuchen so bekannt? Wir nehmen nur sehr gute Zutaten. Unsere Produkte sind bekannt, weil die Qualität so gut ist. Hier, Sie dürfen alles probieren. Danke. Welche Zutaten nehmen Sie denn? Zum Beispiel Honig, Butter, Gewürze. Können wir das Rezept aufschreiben? Nein, das geht nicht. Das darf ich nicht sagen. Schade.Ich möchte gerne ein paar Fotos machen. Darf man hier fotografieren? Ja, das dürfen Sie. Aber hier in dem Prospekt, da steht alles Wichtige. Da gibt's auch Fotos.
Und vielleicht wollen Sie unsere Internetadresse notieren. Dort können Sie alles zum Thema Lebkuchen lesen. www.lebkuchen-schmidt.de Vielen Dank. Im Lebkuchenhaus. 2. Interview mit dem Lebkuchenbäcker. A. Was hören Sie? Bitte markieren Sie. Dürfen wir Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, gern. Gibt es immer, also das ganze Jahr, Lebkuchen? Ja, typisch sind Lebkuchen an Weihnachten, im Winter, aber wir produzieren und verkaufen das ganze Jahr, im Sommer und im Winter. Warum ist Ihr Lebkuchen so bekannt? Wir nehmen nur sehr gute Zutaten. Unsere Produkte sind bekannt, weil die Qualität so gut ist. Hier, Sie dürfen alles probieren. Danke. Welche Zutaten nehmen Sie denn? Zum Beispiel Honig, Butter, Gewürze. Können wir das Rezept aufschreiben? Nein, das geht nicht. Das darf ich nicht sagen. Schade. Ich möchte gerne ein paar Fotos machen. Darf man hier fotografieren? Ja, das dürfen Sie. Aber hier in dem Prospekt, da steht alles Wichtige. Da gibt's auch Fotos. Und vielleicht wollen Sie unsere Internetadresse notieren. Dort können Sie alles zum Thema Lebkuchen lesen. www.lebkuchen-schmidt.de Vielen Dank. Dürfen wir Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, gern. Gibt es immer, also das ganze Jahr, Lebkuchen? Ja, typisch sind Lebkuchen an Weihnachten, im Winter, aber wir produzieren und verkaufen das ganze Jahr, im Sommer und im Winter. Warum ist Ihr Lebkuchen so bekannt? Wir nehmen nur sehr gute Zutaten. Unsere Produkte sind bekannt, weil die Qualität so gut ist. Hier, Sie dürfen alles probieren. Danke. Welche Zutaten nehmen Sie denn? Zum Beispiel Honig, Butter, Gewürze. Können wir das Rezept aufschreiben? Nein, das geht nicht. Das darf ich nicht sagen. Schade. Ich möchte gerne ein paar Fotos machen. Darf man hier fotografieren? Ja, das dürfen Sie. Aber hier in dem Prospekt, da steht alles Wichtige. Da gibt's auch Fotos. Und vielleicht wollen Sie unsere Internetadresse notieren. Dort können Sie alles zum Thema Lebkuchen lesen. www.lebkuchen-schmidt.de Vielen Dank.
Typisch sind Lebkuchen an Weihnachten, in winter. 是的，也就是说姜饼是全年都可以吃到的。Typisch sind Lebkuchen an Weihnachten, in winter. An Weihnachten, 同学们可以记下这个词组，在圣诞节，在圣诞节。不过姜饼在圣诞节，也就是在冬天是非常典型的。所以我们知道了，姜饼并不是生日所特有的，而是冬天，也就是圣诞节所特有的。面包师又接着说， Aber wir produzieren und verkaufen das ganze Jahr, im Sommer und im Winter. 不过我们会全年都生产并销售姜饼，在夏天在冬天都供应。Tamaki 又接着问， Warum ist Ihr Lebkuchen so bekannt? Bekannt, 著名的，你们家的姜饼为什么这么有名呢？面包师回答说， Wir nehmen nur sehr gute Zutaten. Unsere Produkte sind bekannt, weil die Qualität so gut ist. 我们只用最好的配料， Zutaten, 配料， nur sehr gute Zutaten nehmen. 我们只使用非常好的配料。因此我们的产品有名是因为产品的质量非常的好。Unsere Produkte sind bekannt, weil, 同学们注意一下这个连词我们还没有学到， weil 解释为因为，后面是一个从句，我们先看一下意思，先不要管语法。因为质量是如此的好， die Qualität ist so gut, 可能有同学会奇怪怎么动词跑到最后去了。在德语的大多数的从句里面，动词都要放在从句的末尾，我们把它叫做尾语序。不过这里关键的是 the Qualität ist so gut, 所以我们知道我们要选择 besonders gut, the Qualität ist besonders gut, 质量非常的好。为了证明自己家的姜饼质量很好，面包师拿出了姜饼给第三小组的成员吃。Here,Sie dürfen alles probieren. 给，这里的姜饼你们都可以尝尝。dürfen, 在这里表示成员们是被许可尝这里的姜饼的。Danke. Welche Zutaten nehmen Sie denn? Tamaki 在表示了感谢之后问，那你们使用哪些配料呢？Welche Zutaten? 因为 Zutaten 是复数，所以 welche 的词尾和 die 的词尾一样。Welche? 面包师回答说， Zum Beispiel Honig, Butter, Gewürze. 例如蜂蜜、黄油、各种调味料。从这个回答我们知道了， Was braucht man für Lebkuchen? 要烘烤姜饼我们需要哪些材料？ Olaf 又接着问， Können wir das Rezept aufschreiben? 我们可以把菜谱写下来吗？ Nein, das geht nicht. 这一要求马上被面包师拒绝了。Das geht nicht. 这不行。如果行的话，我们就说 das geht. Das darf ich nicht sagen.菜谱我可是禁止外传的，这里的 darf nicht 表达的就是禁止、不被允许的意思。Schade， 太遗憾了， Tamaki 说道。这个时候 Zangita 又提出， Ich möchte gern ein paar Fotos machen， 我想拍几张照片。 Darf man hier fotografieren？ 这里允许拍照片吗？ Darf man，人们是否被允许、被许可？其实这个句子就是在征求面包师的许可。面包师说 ：“Ja, das dürfen Sie。”当然，你们可以拍照。Aber hier in dem Prospekt da steht alles Wichtige. Da gibt es auch Fotos. 不过，我们这儿有广告小册子，在广告小册子里有所有重要的东西。
alles wichtiger, alles wichtiger, 所有重要的东西都写在收录在这个小册子里面了。这里的 stehen 表达的就是写在哪里。那这里的 alles wichtiger 指的当然就是 wichtige Informationen über Lebkuchen， 指的当然是关于姜饼的重要信息。小册子里当然不会有菜谱，因为面包师说过他是不可以泄露这个菜谱的。Da gibt es auch Fotos， 小册子里也有照片。Und vielleicht wollen Sie unsere Internetadresse notieren. Unsere Internetadresse notieren. 也许你们会想要记下我们的网址吧。所以我们通过这句话也就知道，这家姜饼屋是有自己的网页的。Dort können Sie alles zum Thema Lebkuchen lesen.在这个网页上，你们可以读到所有和姜饼这个主题相关的内容。www.lebkuchen-schmidt.de 然后面包师就告诉了小组成员他们店的网址。Vielen Dank， 小组成员表示感激。我们再来一起看一下练习 B 的答案。Olaf und Sanjita wollen ein Interview machen. Olaf 和 Sanjita 想要做一个访问。Wollen, 想要。Das ist richtig. 这句当然是对的。Zweitens, sie dürfen Fragen stellen. 他们被允许提问，也就是他们可以提问。Dürfen, 被允许，被许可。他们在访问一开始问面包师 dürfen wir Ihnen ein paar Fragen stellen 的时候，面包师回答说 ja, gerne, 所以这句话当然是对的。Drittens, Sie wollen das Rezept aufschreiben. Sie wollen das Rezept aufschreiben. 他们想要写下姜饼的菜谱。Das ist richtig. 这当然是对的，因为他们问过面包师Können wir das Rezept aufschreiben? 我们能把菜谱写下来吗？但是面包师拒绝了他们的要求。Sie dürfen das Rezept nicht aufschreiben. 他们不可以写，但是他们想要写。Viertens, der Bäcker darf das genaue Rezept sagen. 面包师可以说出确切的菜谱。Das ist falsch.这当然是错误的。Der Bäcker sagt, ich darf das Rezept nicht sagen. 面包师在接受采访的时候说，我不可以说出菜谱，所以他只能告诉大家大概用了哪些配料。Fünftens, Tamaki will Fotos machen. Tamaki 想要拍照。在听力练习里，我们很难区分谁是谁。但是我们听到有人问 Ich möchte gern ein paar Fotos machen. Darf man hier fotografieren? 我想拍几张照片，可以摄影吗？所以这题我们还是选择 Richtig, 想要拍照。那么他们的这个问题得到了面包师的许可，他说 Ja, das dürfen Sie. 所以第六题 Tamaki darf nicht fotografieren. Das ist falsch. 这是错的。我们知道 Sie dürfen fotografieren.他们可以拍照。在前面的练习 B 里出现了两个情态动词 wollen 和 dürfen。那么接下来就让我们在语法讲堂部分学习一下这两个情态动词的变位形式和具体含义吧。Modal Verben wollen und dürfen。情态动词 wollen 和dürfen。 我们先来看一下这两个情态动词的变位。我们知道情态动词和普通的动词不一样，它的变位是比较特殊的。大家可以回忆一下我们所学过的情态动词 können 和 müssen。 情态动词变位有一个基本形式，例如 können 是 kann， 而 müssen 是 muss。 不管第一人称单数的 ich还是第三人称单数的 er, sie, es 都共用这个基本形式。
例如 ich kann, er sie es kann, ich muss, er sie es muss。同学们还记得这一点吗？那我们就来看一下 wollen 和 dürfen 的基本形式是什么。wollen, wollen, ich will, ich will, er sie es will, er sie es will, du willst, du willst, ihr wollt, ihr wollt.Wir sie sie wollen. Wir sie sie wollen. Dürfen. Ich darf. Ich darf. Er sie es darf. Er sie es darf. Du darfst. Du darfst. Ihr dürft. Ihr dürft. Wir sie sie dürfen.Wir sie sie dürfen. 从这个表格里我们可以看到 wollen 的基本形式是 will。 那么 ich 和 er sie es 共用这个基本形式。同学们要注意，因为 will 长得和英语的 will 一样，所以很容易读错。我们德语里的 they 一定要读 w 的音 will。 而且 is 也不要和英语里的 will 混淆。在英语里面 I will 可以表示将来时，而在德语里面 wollen 只有情态动词的用法。而 dürfen 的基本形式是 darf， 变化也是比较大的。 ich 和 er sie es 共用 darf 的形式，而 du 这个人称则是在基本形式上加 st， ihr 则是在动词原形的词干后面加上 t。VSEZ 用的是情态动词的原型，请同学们先记住这两个情态动词的变位形式。接下去我们看一下这两个情态动词的用法。先来看一下 wollen。 wollen 这个情态动词在德语里表达的是强烈的愿望 starker Wunsch， 或者是一种计划和安排 plan。我们来看一个例句 ，Wir wollen ein Interview mit dem Bäcker machen. Wir wollen ein Interview mit dem Bäcker machen. 我们想采访一下那位面包师。同学们看，这里的 wollen 用法和其他的情态动词是一样的。情态动词 wollen 放在句子的第二位上，要根据人称进行变位，而An interview machen， 这个 machen 则是以原形的形式放在整个句子的句尾，这个 machen 和情态动词 wollen 一起构成整个句子的框架结构。那么这个句子翻译成我们想要和面包师做一个访问，那么有同学会问了，我们学过一个情态动词叫 möchten，这句话和 Wir möchten ein Interview mit dem Bäcker machen 又有什么区别呢？同学们注意了， wollen 是强烈的愿望，而 möchten 它本身是一种虚拟形式，表达的比较婉转。因此我们成年人就算心里非常想要做某件事或者想要某样东西，我们口头说出来的可能还是会用 möchten 这个情态动词，这样听起来会比较的客气礼貌委婉。例如舒老师现在很想吃一个冰淇淋，可能心里很想吃，但是我会说 Ich möchte ein Eis essen， Ich möchte ein Eis essen。当然如果我用 Ich will ein Eis essen， 那就表达了我强烈的愿望，我一定要吃，非常想吃一个冰激凌嘛。因此 wollen 这个情态动词其实小朋友孩子们会用的更多一些，而成年人则更多的使用 möchten。 当然我们前面也提到了 wollen 可以表示计划，我们来看几个例句。 Was wollen Sie dieses Jahr noch machen?Was wollen Sie dieses Jahr noch machen? 今年您还有什么计划，还有什么想做的？我们可以回答 Ich will Deutsch weiterlernen. Ich will Deutsch weiterlernen.
我想要继续学习德语。这里的 will 表达的就是一种计划，我打算继续学习德语。或者也可以表示我想要继续学习德语的强烈愿望。Ich will Urlaub machen. Ich will Urlaub machen. 我想要度假。这里的 will 可以表达我想要度假的强烈愿望，当然也可以表示我想要去度假的计划。Ich will nach Deutschland fliegen. Ich will nach Deutschland fliegen. 我想要去德国。可以理解为我想要去德国的强烈愿望，也可以理解为我想要去德国的计划。下面请同学们自己完成一个口语练习。Was wollen die Leute machen? 人们都想要干什么？请同学们用所给的人称和词组口头回答问题。要注意不同人称情态动词 wollen 的变位形式哦。Was will Olaf machen? Er will Leute in Nürnberg kennenlernen. Was wollen Sie machen?Was will Tamaki machen? Was wollen Herr und Frau Sommer machen? Was willst du machen?Was will das Kind machen? Was wollt ihr machen? Was will die Frau machen? Ich will mit Freunden ausgehen. Sie will in Nürnberg arbeiten. Sie wollen eine Wohnung suchen.Ich will das Albrecht-Dürer-Haus besichtigen. Es will Fotos machen. Wir wollen Nürnberger Würste essen.Sie will im Zentrum spazieren gehen.接下去我们再来看另外一个情态动词 dürfen。dürfen 这个情态动词我们中文会翻译成可以，但是同学们要注意它跟 können 的区别。它表达的其实是一种许可。Erlaubnis。它表达的是被允许、被许可做某事的含义。我们来看两个例句。Man darf im Lebkuchenhaus fotografieren. Man darf im Lebkuchenhaus fotografieren. 在姜饼店，人们是被允许拍照的。Der Bäcker darf das Rezept nicht sagen. Der Bäcker darf das Rezept nicht sagen.面包师不可以讲出姜饼的菜谱。这里的 dürfen nicht, 不被允许、不被许可，它表达的其实就是禁止的意思。Das
Verbot, das Verbot, 禁止。因此，情态动词 können 往往表达的是一种可能性，而 dürfen 它表达的是主语被许可、被允许做某事。那么现在请同学们思考一下，如果妈妈允许我今天晚上出去玩，我们要用 dürfen 这个情态动词的话，主语是妈妈还是我呢？同学们注意了，我们学德语绝对不能从中文一字一句的翻译成德语。妈妈允许我晚上出去玩，如果同学们说 die Mutter darf， 那么这个句子就错了，因为舒老师强调说 dürfen 的主语必须是被允许、被许可的人，所以这个句子要说成 Ich darf heute ausgehen， Ich darf heute Abend ausgehen， 我可以今天晚上出去玩。那么有同学说了，那我一定要说妈妈允许我今天晚上出去玩，那该怎么说呢？在德语里还有其他的动词表示主动的许可别人，我们现在还不会说，以后会学到的。下面就请同学们再自己完成一个口语练习。 Was darf man im Lebkuchenhaus machen? Was darf man im Lebkuchenhaus nicht machen? 在焦饼屋哪些事情是可以做的，是被允许的，而哪些事情是不可以，是禁止做的呢？Man darf Lebkuchen probieren. Man darf mit Kunden sprechen. Man darf fotografieren. Man darf ein Interview machen. Man darf nicht rauchen. Man darf nicht telefonieren.Man darf kein Eis essen. Man darf nicht Gitarre spielen. Man darf kein Rezept.Notieren. Man darf nicht alle Rezepte notieren.
好，最后我们再来看一下这三个项目小组在外面忙活了半天到底有什么样的成果吧。Seite 148 Übung 1 Die Projektergebnisse 项目成果。Die Arbeitsgruppen stellen ihre Projekte im Kurs vor. Vorstellen, 我们学过介绍。这三个项目小组或者说工作小组在课上介绍他们的项目。Tamaki, Olaf und Sanjita haben Lebkuchen für alle gebacken. Tamaki, Olaf 和 Sanjita 为全班的同学都烘烤了姜饼。Sie haben ein Lebkuchenrezept aus dem Internet für die anderen Gruppen fotokopiert. Fotokopieren 解释为复印。他们为其他的小组复印了一张来自网络的焦饼菜谱。Aus dem Internet, 我们知道在网上要用介词 im Internet, 那么从网上下下来的我们就用 aus dem Internet。Julia und Ifi haben einen Artikel über das Atelier von Frau Sommer für eine Wandzeitung geschrieben.Julia 和 Ifi 为了一份墙报写了一篇关于 Sommer 女士的时装店的文章。Der Artikel 文章。Alec, Sonja und Shijun haben eine Collage gemacht und Gedichte über Nürnberg geschrieben. 而 Alec, Sonja 和 Shijun 则制作了一份拼贴画。并且写了一些关于纽伦堡的诗歌。Das Gedicht, die Gedichte, 诗歌。那接下来就让我们一起来读一下这几首诗吧。Elfchen。Elfchen 是一种专门有11个单词构成的小诗。Laut。Viele Menschen。Auf dem Platz。Ich höre die Stimmen。Markttag 这个诗很有特点，第一行是一个单词，第二行两个，三个四个依次增加，到最后一个单词讲清楚为什么会这样，也就是前面这些情况的事由。喧闹，人头攒动，在广场上，我听到各种声响，因为今天是赶集的日子。Die Stimme, die Stimmen, die Stimme, die Stimmen. Stimme 解释为声响，通常指的是人发出来的声音。前面这首是 Zonja 写的小诗，我们再来看一下 Alex 写的 Traumplatz, 理想广场。Schön und toll, leer und voll.Neu und alt, warm und kalt, groß und klein, so muss unser Platz sein. 这首诗的标题叫做梦想广场，也就是理想中的广场，所以描述的一定是广场的样子。漂亮，迷人，空旷，拥挤，新潮，古老，温暖，凉爽。宽阔拥堵，这都是我们的广场。最后再来看石君写的11个单词组成的小诗。Kalt, der Winter, auf dem Platz, man riecht den Glühwein, wärmer. 寒冷，严冬，在广场上。闻着热红葡萄酒的气味，如此的温暖。哎呀，舒老师其实不是什么文艺青年了，只是直译而已。同学们如果有兴趣的话，可以试着译译看这三首小诗。当然，同学们如果有兴趣的话，还可以自己模仿着写写看呢。其实舒老师一直觉得诗歌是非常主观、非常个性的东西，好还是坏，各有论断。
只是口味问题而已。好，在今天的这节课上，我们来到纽伦堡非常有名的一家姜饼屋。通过与面包师的访谈，我们学到了情态动词 wollen 和 dürfen 的用法。最后，我们还了解了三个项目小组最后的项目成果。那么这样，我们也结束了第八单元的所有学习内容。从下节课开始，我们要学习第九单元了。在第九单元里，我们要学习非常重要的形容词的比较级。另外，我们还将学习人称代词的第三格形式，以及几个固定搭配三格的介词。那我们今天的课就学到这里，请同学们好好复习，准备开始学习新内容哦。Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.